Ja, wir sind eine, würde ich sagen, sehr digital affine Praxis, versuchen Papier da zu vermeiden, wo es geht und Prozesse gut zu digitalisieren. Deshalb war es eigentlich gar keine Frage, dass wir uns daran beteiligen. Zudem ist die KVWL auch auf uns zugekommen, da wir im ländlichen Raum eine Praxisstruktur haben mit 4 verschiedenen Standorten, die also aber alle als sozusagen Gemeinschaftspraxis überörtlich hier funktionieren, um die Wege für die Menschen kurz zu halten. In der Regel ist es so, dass die medizinischen Fachangestellten die Rezepte vorbereiten, Rezeptwünsche, die die Praxis erreichen, zum Beispiel auf digitalem Weg über die Website oder über unsere Rezept-Hotline. Und wir dann schauen, dass wir diese Rezepte dann signieren, wenn wir Zeit für die Signaturen finden. Das heißt, die kommen in eine sogenannte Signaturliste. Das sieht aus wie ein großer E-Mail-Eingang. Da sind alle Rezepte sozusagen aufgeführt. Und dann kann man die in einer ruhigen Minute mal durchklicken, sieht das Rezept wirklich in Bildschirmgröße vor sich, sieht nochmal genau, was verordnet wurde, für wen, kann auch wirklich dann sehr, sehr schnell erkennen, ob es entsprechende Fehler gibt, ob das Präparat eigentlich auf ein Privatrezept hätte verordnet werden müssen oder überhaupt nicht, ja. Und kann dann die Rezepte, sag ich jetzt mal, nach dem Durchschauen in einem Rutsch entsprechend freigeben, sodass sie dann signiert sind und damit auf dem E-Rezept-Server verfügbar. Ja? Diese Zeiten muss man sich individuell schaffen. Das kann mal zwischen zwei Patientenkontakten sein, wenn man mal einen Moment hat. Das kann eine fixe Zeit sein, die man sich dafür einplant. Das kann am Ende der Vormittagssprechstunde sein. In der Regel ist es, also wir haben uns am Anfang viel Gedanken dazu gemacht, wann signieren wir Rezepte. Es hat sich herausgestellt, diese ganze Problematik ist eigentlich gar nicht vorhanden, weil es so schnell geht, ja, und weil man immer zwischendurch mal einen Moment findet, um die aufgelaufenen Rezepte entsprechend freizugeben. Also wesentlich schneller, als wenn man sich irgendwo an den Tresen stellt und einen Stapel Rezepte unterschreibt. Vor allem, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir stellen fest, es passieren viel, viel weniger Fehler. Ja? Hat man sonst zwischen Tür und Angel schon mal einen Stapel Rezepte hingelegt bekommen und einfach unterschrieben, vielleicht auch unter der Vorstellung, es wird schon alles richtig sein, guckt man jetzt jedes Rezept wirklich noch mal ganz genau nach. Man hat es in Bildschirmgröße vor sich und da fällt dann eben auf, wenn dann doch vielleicht eine Mitarbeiterin im Eifer des Gefechts ein Rezept auf ein Kassenrezept gepackt hat, ein Medikament, was eigentlich auf ein Privatrezept gehört oder was auch schon mal vorkommt, dass Patienten auch aus Bequemlichkeit oder Nichtwissen zum Beispiel ein Chemotherapeutikum oder ein sehr hochpreisiges Multiple Sklerose Medikament, was sonst über die Neurologen verordnet wird, dann einfach mal hier bestellen. Solche Dinge fallen dann einfach auf. Es musste prinzipiell nichts geändert werden. Wir haben unserem Softwareanbieter gesagt, dass wir die Komfortsignatur nutzen wollen. Die Firma hat sich per Remote auf unseren Server geschaltet, das eingerichtet und es war dann nach ein paar Minuten fertig. Also das habe ich jetzt nicht als großen Aufwand empfunden. Das war weniger Aufwand, als zum Beispiel einen neuen Drucker einzubinden oder sowas in der Art. Also vom Prinzip her ist es so, man kommt als Arzt, als Ärztin morgens in die Praxis. Das Erste, was man tut, man steckt seinen Heilberufeausweis in ein Kartenlesegerät. Wir haben mittlerweile an allen Sprechzimmerstandorten zusätzlich zu den Anmeldungen entsprechende Geräte stehen. Und das Erste, was gemacht wird, man steckt den Heilberufeausweis ein und aktiviert die Komfortsignatur. Also, dass man 250 Rezepte oder AUs sozusagen signieren kann, ohne dass man jedes Mal diese mehrstellige PIN immer wieder sozusagen unter einem schönen Rauschen eingeben muss. Was wir halt lernen mussten, gerade als standortübergreifende Praxis, man muss den Heilberufeausweis mitnehmen, ja, genauso wie seinen Personalausweis oder Autoschlüssel oder was auch immer. Das hat am Anfang etwas gehakt, weil man ihn gerne schon mal stecken lässt im Terminal, aber dann ohne diesen Ausweis an einem anderen Standort ist man sozusagen fast nicht funktionsfähig. Es reicht also völlig aus, wenn der Heilberufeausweis in irgendeinem Terminal in der Praxis steckt. Und man kann dann letzten Endes an allen Arbeitsplätzen, die mit dem Praxisverwaltungssystem verbunden sind, signieren. Es ist nicht arbeitsplatzgekoppelt, sondern es ist eine systemweite Freigabe. Ja? Und das Gute ist auch, in der Regel haben die Lesegeräte zwei Steckplätze, also einen oben, einen seitlich, sodass man theoretisch sogar zwei Heilberufeausweise in ein Kartenlesegerät stecken kann.
Meine Empfehlung wäre, nicht erst am 1.1. zu beginnen, weil es doch immer noch mal die ein oder andere organisatorische oder technische Schwierigkeit geben könnte, dass es alles so klappt mit der Freigabe, mit der Signatur, mit möglicherweise dem Drucken oder auch Nichtdrucken. Gegebenenfalls müssen auch noch Arbeitsabläufe angepasst werden. Also so die Frage, wann werden Rezepte erstellt und wann werden diese sozusagen signiert. Also da müsste man sich überlegen, was passt so für meinen eigenen Workflow am besten. Da ist es so, wie wir es machen, jetzt nicht unbedingt vielleicht für alle die geeignetste Variante, aber es ist so der Modus, der für uns selber am besten passt. Und das müsste jeder sich, glaube ich, einmal überlegen. Und dann würde ich ganz gezielt starten und in die Umsetzung gehen.